Der Old Holz hat er geholt. Aber wer würde denn hier hinziehen? Da kannst du dich ja nur mit den Füchsen unterhalten. Hier Erdbeeren suchen, das Sarah hat da immer ja. vor diesen. Warte mal, mach fotografier das Dieter. Ihr könnt euch ruhig weiter unterhalten. Moment, stopp mal, ich zeige eben auch hin. Kommunikation, also ja. Es sind verschiedene Antennen. Ja. Eine für die Kommunikation, ja. Für Satellitenkommunikation. Telekommunikation, also und Telekom. Eine gehört jetzt den Geheimdiensten, um den ganzen nordafrikanischen Raum abzuordnen praktisch. Aha. Die Gespräche nehmen sie auf und werten es dann ab. Aha. Gut, auf jeden Fall bei den drei Türmen, diese Sendetürme, das ist unser Wanderziel jetzt. Ja, und das ist unser Guide, der Inja hier, der hier unten wohnt, führt uns jetzt auch hin. Und von oben werden wir dann mal weiterkommen. Ja, doch, die siehst du. Ja, ich hab die, die krieg ich drauf. Okay, so. Sag mal eben die Höhenmeter. 814 Meter. Nee? Ja. Das ist mit der Höhe. Anzeichen nicht gesehen, aber kann sein. Was hat das für ein Pilz? Weißt du das? Halimar. Ja, das sagst du. Guck mal da oben. Ich hätte. Ja. Hab ich doch. Was denn? Sag es doch. Das ist interessant. Die haben schon Trampelpfade hier durch. Ja, haben die. I'm ready to fly. Leute, jetzt was? Gucken. Okay.
Lauf durchs Bild, geh mal. Läuft erstmal dran vorbei. Ja, da in die Kurve. Gut. Ja, wir machen gleich eine Pause. Wir haben gehört, Dieter, die haben alle gehört. Wir haben alle gehört, die bleiben jetzt gleich stehen nach der Kurve. Ja. Das machen wir auch eben. Mach doch geh und machen. Warum? Weil ich jetzt hier das mache, was ich machen will. Und nicht erst gehe. Läuft hier dran. Ja, wir sind hier oben auf dem Also nicht wundern, dass der Hintergrund auf einmal so nebelig ist, weil wenn ich jetzt ein bisschen nach rechts, dann kann man durchschauen ins Tal. Wir sind so hoch hier, ich schätze mal 1500 Meter, dass wir einfach jetzt hier näher Wolken sind und die Wolken, die vorbeiziehen, die hast du dann einfach als Hintergrund. Deswegen wollten wir das auch mal festhalten. So, okay. Kurz vom Ziel. Wir sind ungefähr noch 100 Meter vom Ziel. Und dann werden wir mal umschauen, was wir für Höhenmeter haben. Also wir sind hier im tiefen Kalabrien und ja, Kreis Cosenza und sind gerade auch so ein ja, Berg aufgestiegen. Kleine Trekkingtour. Ja, wir sind am Rätsel, was das hier für eine Tafel ist. Also, ist das eine Strauchbuche? Strauchbuche. Einbuche, Strauchbuche. So eine Strauchbuche, Buschbuche, Strauchbuche, Heimbuche. Thank you.
Nee, also das könnte ich nicht. Ich sag dir, auf das, der hat ja so ich habe nichts dagegen. Ja, ich habe Angst, dass die verschlüsselte Stimmen, das riskiere ich jetzt nicht, weil ich habe Angst. Aus. Ah, jetzt, hey, dreht sich. Also, die dreht sich jetzt. Die ist doch noch da. Wahrscheinlich habe ich das nett. Das ist nett. Ja, die hat da was eingesprungen. Das ist nett. Wie dieser Triton, wir müssen mal gucken gleich an dem kleinen See, ja, ob wir die Triton mal sehen, weil die kommen ja zu bestimmten Uhrzeiten so am Rand. Ja. Die musst du filmen, das ist ja Wahnsinn, das sieht ja aus wie ein Alligator, nicht ein Fisch. Aber ein Ohr. So, das musst du aber auch anführen in dem Film. Ja, was denkst du denn? Ach, okay. Dass die so lange da jetzt sitzen bleibt, wundert mich. Jetzt scheucht ihn mal weg. Ja, aber die hat sich jetzt bewegt. Lass mal, jetzt sich bewegt. Kitzel immer ein bisschen mit dem Gras haben. Warte. So, jetzt kannst du. Voll. Das ist ja, macht er ja. Da. Das sollte so machen. Ja. Cool, da guckt er wieder. Cool.
Rippchen enden, ja? Rippchen. Guten Appetit, Leute. Rippchen und festes Fleisch. Und, das ist gut, das wäre der Butter, damit ich nicht irgendwie viel fesse.